Jo, hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu unserem heutigen Let's Play. Willkommen zu Fabledom. Wir sind ein bisschen später heute online, oder besser gesagt, ich bin ja heute alleine. Sorry dafür, leider erst nach 6 Uhr gemerkt, dass ich also 6 Uhr nicht schaffen würde, auf keinen Fall mehr, nicht mal ansatzweise. Und hab dann ganz schnell die Zeit nochmal auf 8 Uhr geändert. Ich hoffe, ihr habt es mitbekommen. Oh, ich muss den Lüfter noch höher setzen, hab ich gerade. Dann fällt gleich wieder das Spiel an zu stottern. So. Und sorry dafür, dass ich so spät online bin. Ja, wir haben beim letzten Mal. Und an dieser Stelle natürlich auch ein Hallo an alle YouTube-Zuschauer, die diese Folge natürlich dann entsprechend auf YouTube genießen werden. Wir haben beim letzten Mal hier das letzte Stück Boden angefangen zu bewirtschaften. Wir haben jetzt hier große Bäckereien gebaut, zwei Mühlen. Ja, versuchen jetzt hier so ein bisschen nochmal die Brotproduktion nach vorn zu bringen. Gemüse haben wir ja reichlich genug. Wir hatten ja beim Ende der letzten Aufnahmesession diese große Hungersnot. Das heißt, wir haben immer noch die Situation, gehe ich mal von aus. Ja, ist auch so, dass wir halb jede Menge Arbeitslose, ja, aber nur Landmänner. Dass wir also jede Menge Positionen nicht besetzt haben. Ich glaube, ich lasse noch mal zwei Bogenschützen bauen. Und wir warten jetzt darauf, dass also neue Leute kommen. Derzeit machen wir leider Minus, aber wir haben ja Geld genug. Von daher ist es jetzt nicht wirklich das Problem. Und wir gehen wieder frisch ans Werk. Und ich vermute jetzt fast, dass es heute wahrscheinlich wirklich die letzte Aufnahmesession von Fabledom sein wird, weil wir haben ja hier oben alles vollgebaut. Also wir werden vielleicht noch ein bisschen umbauen, um noch mehr Brot zu produzieren. Weil Brot ist ja der große Aufhänger hier. Das brauchen wir ja, damit wir die Hochzeit machen können. Und davon brauchen wir 500 und wir haben gerade mal 84. Also das sieht immer noch nicht gut aus. Aber naja, mal sehen. Die Produktion läuft ja jetzt erst an. Wir haben zumindest inzwischen Getreide genug. Wahrscheinlich brauchen wir einfach nur noch mal ein paar mehr Mühlen. Aber dann gucken wir mal, wie sich das hier einpendelt. Und es sind ja wahrscheinlich auch immer noch Positionen unbesetzt. So, ich weiß nicht, ob wir noch Platz noch in den Kasernen haben. Ja, Hammer. Mit euch, ihr lieben Bürger. So. Mal Leute verteilen, die jetzt neu reingekommen sind. Windmühle. Schmied, wichtig. Aber erst Schmied. Eigentlich direkt Turbo machen. Offensichtlich Brunnen. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Stimmt ja. Wir brauchen ja auch noch Brunnen hier. Hm.
Meerschweinchen. Prinz Herzog Ronny von Eduard. Meine Freundin aus der Kindheit kam mit den fliegenden Schweinen im Reich sprechen. Das ist zwar süß, aber sie hat es etwas übertrieben. Jetzt sind viel zu viele Schweine zu Hause. Habt ihr Interesse? Ja, klar. Gerne. Okay, wo spawnt die jetzt? Schon wieder einer gestorben. Tja. Ach, da. Cool. Und direkt. Vielleicht. Gebiet ist besetzt. Wieso ist das Gebiet besetzt? Wieso ist es hier besetzt? Kapitel 6, das Ja-Wort. Okay, wir sollen ein Festmahl ausrichten. Hallo Agnes. Mein liebster Herzog Ronny von Eodran, ich bin hin und weg von eurem Talent, Getreide anzubauen und Brot für euer Volk zu produzieren. Diese Hingabe ist ein Zeugnis für euren bemerkenswerten Charakter. In hoher Achtung und Dankbarkeit möchte ich euch meinen tiefsten Dank für eure großzügigen Beiträge aussprechen. Voller Bewunderung erkläre ich, dass mein Herz bereit ist für den Bund der Ehe. Ui. Richtet ein Festmahl aus und dann sollen wir sie heiraten, steht hier unten. Hochzeitssaal. Festmahlsaal. Da brauche ich aber Edelleute für.
Der ist... nochmal zwei Bürger gekommen. ich muss das Lager wahrscheinlich gefüllt haben. Gehe ich mal von aus. Okay. Oh, wir machen eine neue Mission noch. Okay. Die können wir machen. So. Dann gucken wir mal, dass wir den Bürgern noch Arbeit geben. Stadtladen. Eine Windmühle, sag mal. Betrieb setzen. Kohlemeiler ist natürlich auch wichtig. So. Jede Menge Leute zu wenig. Traum gehen. Nö. Kein Interesse. Nicht genügend Festwahlvorräte, okay. Die produzieren jetzt. Okay. Das heißt, der Balken hier muss voll werden. Dann können wir erst das Fest mal laufen lassen. Okay. Verstehe ich. Ständig sterben hier Leute. Das ist scheiße. Ich glaube, ich muss doch mal wieder... Ich werde wahrscheinlich hier den Fischerhütte außer Betrieb setzen und werde stattdessen... Krankenhaus, so. Krankenhaus.
So. Ja, Decisions. Ich wäre jetzt eigentlich schon dafür, dass ich die Leute hier abziehe und stattdessen mehr Leute in den anderen Produktionssparten einsetze. Leute. Okay. Genau, da ist die Presse.
Okay. Okay. Ich muss die Leute offensichtlich zufriedener kriegen. Damit wieder mehr Leute reinkommen. Muss ich ein bisschen auch was in die Zufriedenheit jetzt investieren. Geht nicht anders. So. Sagen Steinbruch, Steinlager. Schalten wir aus. Weil die Blumenzucht brauche ich ja jetzt nicht mehr.
Ich hatte. Also wir schalten jetzt die Fischerhütten alle aus. Treiben dafür die Entertainment-Seite ein bisschen mehr an. Damit wieder mehr Leute kommen. Das ist jetzt so momentan die Idee. So. Kohlmeiler ist wichtig, weil das hängt ja mit der Kälte zusammen. Lagerstätte ist auch wichtig. Lager. Ne? Keine Verteilung von Gütern. So, Schmied brauchen wir. Mission erfüllen. Um mehr Adlige zu bekommen. Jawohl.
So, muss ich mal meine Armee, die ist ja inzwischen wirklich groß, und neu platzieren. Habe ich hier Platz dafür noch? Da passt's, okay. So. Taverne. Wir sind jetzt bei 84. Oh, da ist eine Windmühle. Die braucht noch. Oh, wird jetzt langsam wieder. Taverne. Bei 86 Zufriedenheit, das ist ja schon ganz gut. So, haben wir noch irgendwelche Missionen? Nein. Theoretisch bräuchte ich doch drei Bogenschützen. Ich weiß nicht, ob ich den Platz habe. Ja, eigentlich nicht. Okay. Oder lass uns es sein. An der Stelle. Zwei dazu baut. Getreide gegen Trauben. Nee. Gut. So. Stadtladen. Schütte.
Gut, langsam kommt wieder Schwung in die Wirtschaft. Ich würde sagen, ich ändere mal die Folge. Bis dahin. Tschüss.